Mein Name ist Gottfried Winkler-Scholz, ich bin Leiter der Feuerwehr Münster und freue mich, heute hier im Stadtmuseum Münster zu sein. Ich stehe hier vor einem Brunnen und Brunnen ist das richtige Stichwort, nämlich Brunnen geben Löschwasser. Und Feuersbrünste hat Münster eine ganze Menge erlebt in den vergangenen Jahrhunderten. Wir sehen im Hintergrund Lamberti, wo heute noch die Türmerin regelmäßig die Gefahren meldet und sogar auch heute noch um 21 Uhr mit unserer integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Kontakt aufnimmt. Nämlich dort gibt es einen Telefonanruf, dass der Posten Lamberti besetzt ist. Es ist sogar schon vorgekommen, dass die Türmerin ein Feuer gemeldet hat. Und in der heutigen Zeit ist die Feuerwehr Stadtgeschichte. Wir sind über 120 Jahre für die Sicherheit dieser Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt verfügbar, verantwortlich und wir helfen dort, wo wir Menschen in Not wissen. Leitstellentechnik hat sich völlig geändert. Besucht man das Stadtmuseum, sieht man in einer Ausstellung von 1971 ein Bild der Leitstelle, wie sie damals als Stand der Technik, als modernste Leitstelle dieser Republik in Betrieb genommen worden ist. Vergleicht man das mit heute, sind das Welten. 50 Jahre sind vergangen, Stadtgeschichte haben wir mitgeschrieben. Heutzutage ist vieles digitalisiert. Viele Dinge, die als Meldung reinkommen, laufen über Smartphones, nicht mehr über das klassische Telefon, was drahtgebunden ist. Hier gehen die Meldungen hinein in die integrierte Leitstelle und von der Leitstelle wird digital entsprechend die Einsatzkräfte heutzutage alarmiert. Früher war Pferdefuhrwerk und handbetriebene Handdruckspritzen den Stand der Technik. Heute höchstmodernste Technik, die hier zur Verfügung steht zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Und ich freue mich, Teil dieser Stadtgeschichte sein zu dürfen und auch in der Verantwortung, letztendlich die Feuerwehr weiterzuentwickeln, damit sie auch die nächsten Generationen sicher bewahren und schützen können. Denn eins wird bleiben, Stadtgeschichte wird die Feuerwehr weiterschreiben und die Feuerwehr wird auch zukünftig erforderlich sein.